Hallo liebe Pool- und Saunafreunde, in diesem Video erklären wir euch 5 Tipps, wie ihr euren ersten Saunagang erfolgreich meistert. Bleibt auf jeden Fall dran, weil der letzte Tipp wird euch definitiv überraschen. Viel Spaß mit diesem Video. Tipp Nummer 1. Lasst es ruhig angehen. Bei eurem ersten Saunabesuch solltet ihr darauf achten, dass die Temperatur in der Sauna vielleicht nicht höher als 70 Grad ist. Setzt euch auch erstmal unten in der Sauna hin, weil ihr könnt es euch denken, warme Luft zieht nach oben. Dementsprechend, wenn ihr euch oben auf die obere Bank setzt, dort ist es natürlich wärmer, sprich mehr Anspruch für den Körper und natürlich auch den Kreislauf. Solltet ihr euch während eures Saunagangs vielleicht unwohl fühlen oder ihr merkt, das ist euch zu viel, geht einfach hinaus, übertreibt es nicht, ihr seid nicht erfahren, also wirklich Piano machen. Solltet ihr irgendwie auch eine Phase haben, wo ihr vielleicht am Kränkeln seid oder euch es nicht so ganz gut körperlich gehen solltet, dann verzichtet lieber auf den Saunagang, weil eben die Beanspruchung für den Körper halt da ist. Und klar, sollte man krank sein, dann sollte man sich eher erholen. Tipp Nummer 2, lieber heiß und kurz anstatt lang und mild. Euer erster Saunabesuch sollte vielleicht so zwischen 8 bis 12 Minuten Dauer liegen. Ihr habt natürlich nahezu immer in einer Sauna auch eine Saunauhr, so eine Sanduhr, die könnt ihr halt starten, wenn ihr reingeht. Macht es erstmal kurz und macht danach auf jeden Fall eine Pause von etwa 30 Minuten, damit das Ganze nicht zu anspruchsvoll wird. Das Ganze könnt ihr dann in etwa 3-mal wiederholen und somit solltet ihr auf der sicheren Seite sein. Tipp Nummer 3. Achtet unbedingt auf euren Kreislauf und hört darauf, was euer Körper sagt. Habt ihr bei eurem Saunagang gelegen, dann setzt euch doch erstmal ganz gemütlich hin, um erst wieder natürlich ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu kriegen und damit ihr nicht direkt umkippt. Und springt nach dem Saunagang nicht direkt in eiskaltes Wasser, sondern duscht euch vielleicht erstmal mit etwas lauwarmem Wasser ab. Tipp Nummer 4. Die Dusche dient nicht nur der Abkühlung, sondern auch der Hygiene. Somit solltet ihr vor sowie auch nach dem Saunagang kurz euch abduschen und solltet ihr in der Sauna liegen oder sitzen, verwendet auf jeden Fall auch ein Handtuch, auf welches ihr euch drauf setzen oder legen könnt. Dies gilt nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern natürlich auch für zu Hause. Tipp Nummer 5, nehmt ein Fußbad gegen Nachschwitzen. Ja, es hört sich merkwürdig an, aber indem ihr eure Füße abkühlt, könnt ihr auch die komplette Körpertemperatur ein Stück weit regulieren und verhindert somit ein starkes Nachschwitzen. Gerade wenn ihr nach dem Saunagang auch noch eine dicke Winterjacke anzieht, glaube ich, möchtet ihr auf jeden Fall eben dieses Nachschwitzen verhindern. Das war's auch schon mit diesem Video. Wir hoffen, wir konnten euch einige Tipps für euren ersten Saunagang mit an die Hand geben. Und sollten euch noch weitere Video-Sauna-Themen interessieren, schreibt das doch gerne unten in die Videokommentare und wir erledigen das natürlich für euch. Das war's mit dem Video. Vergesst uns nicht zu abonnieren. Ich bin der Philipp mit F vom Pool Power Shop. Bis zum nächsten Mal.